Ja, Sie kommen auch noch, das ist unser also ich, auch noch hinweisen, ich sammle jetzt mal ein paar Fragen. Wir sammeln jetzt mal drei, vier Fragen. Ist der Inbetriebnahme von Schönefeld, muss diese vom Flughafen nach Siedlungsgebiet erfolgen baurechtlich? Das heißt also entweder man verzögert Schönefeld. Also, Herr Rückert, das Mikrofon festhalten, damit kein anderer rankommt, gilt nicht. Wir machen jetzt hier Reihe um. Geben Sie bitte noch mal das Mikrofon hier rüber. Sie haben schon eins. Dann hätte ich gerne noch, dass Herr Frenzen Thiebes ein Mikrofon bekommt. Ja, Ihre Frage? Ja, das Recht auf Fusion, eine gewisse Komplexität aufweisen im Rechtsstaat ist klar, dass die Leute darüber nicht bescheiden sind, ist auch eindeutig. Dass der Senat aber beteuert, alles Mögliche zu tun, um die Bevölkerung zu partizipieren zu lassen und gleichzeitig Verfahren wählt, die genau das ausschließen. Okay, das war eine Frage. Jetzt kommt noch mal eine Frage. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob es eigentlich juristisch möglich ist, auf den Bau des Wasserbeckens und auf den Bau der Landform zu verzichten, oder sind wir juristisch durch das Wettbewerbsergebnis dazu gezwungen, das zu machen? Gibt es noch eine Frage? Hier vorne gibt es noch eine Frage. Hier ist das Mikrofon, wir haben schon mit Mikrofonschwierigkeiten. Ich würde nur ganz gerne wissen, wer aktuell im Grundbuch als Eigentümer dieser Flächen eingetragen ist und wer davon profitiert. Vielleicht komme ich mal hier hin, damit Sie sich so keine Halsstarre einholen an diesem Abend. Ob ich jetzt gar nicht hier in den Vordergrund drängen. Und bin auch nicht der Sprecher des Stadtentwicklungssenators und auch nicht der Sprecher des Senats, das muss ich mal ganz klar sagen. Ich bin Sprecher der Tempelhof Projekt GmbH, eine vom Berliner Parlament quasi gegründete Gesellschaft, die im Auftrag des Landes eben für die Entwicklung dieses Areals zuständig ist. Nur das zur Klarstellung. Ich werde auch keine politischen Einschätzungen geben über Gesamtstrategien dieser Stadt. Das ist nicht mein Job und auch nicht meine Aufgabe. Die letzte Frage, das Land Berlin ist Eigentümerin und Eigentümer des kompletten Flughafenareals, das heißt also des Flugfeldes und des Flughafengebäudes. Das gehört zu 100% dem Land Berlin. Ihnen recht, na klar, der Flughafen Tempelhof war vorher aufgeteilt in Bundesbesitz und im Landesbesitz. Und dann hat, Sie haben das mitbekommen, die Diskussion, da gab es noch den Finanzsenator Sarrazin, das Land Berlin hat die Anteile vom Bund gekauft, um eben aus einer Hand eine Entwicklung dort garantieren und sichern zu können. Das war die Idee. Es ist sozusagen das Land Berlin und damit wir alle, nämlich sozusagen der Souverän, sind Eigentümer dieses Areals. Ja, es gehört weder der Grünen Berlin, es gehört weder uns. Wir sind auch nicht eine privatwirtschaftlich organisierte oder getriebene Gesellschaft. Wir haben auch kein Sondervermögen oder sowas. Wir verkaufen auch keine Grundstücke und stecken das in unsere eigenen Taschen, sondern es, das, was sozusagen ein Vertrieb irgendwann mal dann, wenn es der planungsrechtlichen Grundlagen gegeben sind, kommen wird, fließt in den Landeshaushalt ein. Das muss man auch sehen. Es ist keiner an irgendwelchen Privatinteressen in diesem Projekt beteiligt. Stichwort Bürgerbeteiligung war, glaube ich. Ja, wir haben noch zwei andere Fragen. Danke. Es gibt daraus nach meinem Wissen keine juristische Verpflichtung. Es gibt keinen Vertrag, in dem drin steht, wenn du diesen landschaftsplanerischen Wettbewerb gewinnst, wie es 2010, 2011 ja ausgerufen wurde, internationale Beteiligung, dass es dann auch gebaut werden muss. Es wäre mal schön, den Landschaftsarchitekten jetzt mal hier zu haben, um von ihm zu erfahren, was er denn so denkt, was aus seinem großen Entwurf denn geworden ist. Er hat natürlich schon eine Logik und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil sich so die ganze Diskussion auf das Wasserbecken fokussiert, dass in dem ursprünglichen Entwurf des Architektenbüros Gross Max, das den landschaftsplanerischen Wettbewerb für den Freiraum gewonnen hat, ein See, ein Wasserbecken
eine Wasserlandschaft, wie Sie es auch immer nennen wollen, nicht vorgesehen war. Und es gab dann, Stichwort Bürgerbeteiligung, öffentliche Veranstaltungen, es gab Workshops, es gab Wochenenden, wo die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, mit den Planern zusammen nochmal die Entwürfe durchzugehen, gab es immer wieder den Wunsch, mach doch da mal irgendwas mit Wasser. So, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich, also der mich auch ein bisschen dann irritiert dabei, dass jetzt in einer Konkretisierung der Planungsphase Bürger kommen und Bürgerwunsch, der vorher geäußert wurde, konterkarieren und sagen, das will keiner haben. Es gab drei Hauptpunkte bei diesem ganzen Verfahren, wenn es darum geht, was kann man mit diesem Feld machen. Und der eine war, erhalte der Weite, erhalte diesen Flughafencharakter so wie er ist, pflanze ihn nicht zu, bebaut ihn nicht bis zur Unkenntlichkeit. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, pflanzt Bäume, ja, punktuell, damit man ein bisschen auch Schatten hat auf diesem Feld. Wer im Sommer mal drauf war, der weiß, wovon ich rede. Und der dritte Punkt war, Wasser. Wasser wäre toll. So, das waren die drei Wünsche, die immer wieder geäußert wurden. Und jetzt gibt es Wasser, ja, es gibt die Weite und es gibt auch punktuell Bäume. Und jetzt sagen alle, nee, wollen wir nicht haben.